Jetzt bei Süddeutsche Zeitung TV. Talente, Träume und Tränen. Deutschland sucht den Superstar, die Reportage. Da muss man einfach sich ein ganz, ganz dickes Fell zulegen. Hinter den Kulissen des Casting-Dauerbrenners. Das soll schon ein bisschen aussehen wie in einem Musikvideo. Holger war bis gerade eben noch Verwaltungsfachangestellter. Sarah arbeitslos, Benny machte eine Friseurlehre. Und peng, ist alles anders. Hallo und herzlich willkommen bei Süddeutsche Zeitung TV. Und willkommen in der großen Fernsehfabrik DSDS. Eine Fabrik ist etwas, in dem aus Rohmaterial ein Produkt entsteht. Geformt, bearbeitet, verpackt und gestempelt. Genauso dürften sich die restlichen 7 DSDS-Kandidaten fühlen. Sie stecken mittendrin im Verarbeitungsprozess. Aber man kann schon erkennen, was mal draus wird. Die Schlagerprinzessin, die Popdiva, der Paradiesvogel. Meine Kollegen Barbara Gründel und Daniel Plato durften 8 Tage mit den Kandidaten verbringen. Das war, um es mit den Worten von Meister Bohlen zu sagen, hammermäßig nah und mega interessant. Deutschland sucht den Superstar! Samstag, 20.15 Uhr, RTL. Deutschlands erfolgreichste Castingshow, mittlerweile in der 6. Staffel. Die Zutaten. Eine Fachjury. Einige junge Leute mit unterschiedlichen Talenten aus allen Teilen der Republik. Das Konzept besteht aus 4 wesentlichen Teilen. Erstens, die Kandidaten singen. Zweitens, die Jury, meist Dieter Bohlen, kommentiert dies möglichst plakativ. Wir suchen hier nach einem Superstar. Ich glaube, wir haben hier einen super Kandidaten fürs Dschungelcamp gefunden. Aber man kann nicht immer einen Superstar finden. Die Sprüche stammen von Bohlen selbst oder von alten Bekannten. Ich habe zum Beispiel mal einen Fotografen kennengelernt, vor 25 Jahren, Frederik Gabowitsch. Und der hatte mir dann damals gesagt, da waren wir zusammen auf den Malediven, ey du Dieter, du stehst da so wie der Schwanz in der Hochzeitsnacht. Das hört man, speichert das ab. Und dann, also 25 Jahre später, habe ich das dann mal in so einer Show gesagt. Das heißt also, nicht jeden Spruch denke ich mir persönlich aus. Aber um es auf den Punkt zu bringen, also ich habe keinen Gagschreiber. Drittens. Wen die Zuschauer nicht mögen, fliegt raus. Und wiederkommen darf Annemarie! Viertens. Die kurzen Filme über die Kandidaten. Biografisch, emotional, provokant. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendjemanden ausdissen, wie es bei manchen eben genannt wird. Aber ich finde nicht, dass Holger zu DSDS passt, weil ich weiß, dass er mit dem Druck nicht zurechtkommt. Wenn ich die Chance hätte, jemanden aus DSDS zu entlassen, würde ich den Holger wählen. Der so Angesprochene reagiert empört. Du stehst ja hier unter Druck, glaubst du, die Leute? Ich stehe überhaupt keinen Druck. Meinst du nicht, ich habe im Scheinwerferlicht und vor 10 Kameras? Ich habe vor der Jury auch gesagt, ich mache mich nicht verrückt. Das ist live gesendet worden und das stimmt auch. Siehst du mich hier aufgeregt? Annemarie, 18, aus Dessau in Sachsen-Anhalt. Sie versteht die Welt nicht mehr. Ich habe wirklich das Gefühl, dass irgendwie, weiß nicht, dass alle immer so auf mir rumhaken wollen. Ich weiß nicht, warum. Sonntag, Bergisch Gladbach bei Köln, eine 400 Quadratmeter Villa. Für ein paar Wochen das Zuhause der Kandidaten. Im Fernsehen läuft die Wiederholung der Sendung. Und die Beteiligten sehen zum ersten Mal selbst, was für die Aufregung sorgte. Schnell ist man sich einig, da war doch eigentlich nichts außer ein paar direkten Worten. Es ist Fernsehen. Und Fernsehen spitzt die Dinge zu. Das weiß hier drin jeder. Wir wurden alle gefragt. Und jeder hat normal geantwortet. Das war auch ihre Meinung im Haus, da waren keine Kameras bei. Du meinst, das ist eine Ausrede, dass sie dazu gedrängt wurde? Ja, es kann schon sein, dass die irgendwie überrumpelt worden ist. Aber so kriegt man die ehrliche Meinung raus. Wie sie es aussah. Über mangelnde Aufmerksamkeit braucht sie sich jedenfalls nicht zu beklagen. Der Abend hat Spuren hinterlassen. Also ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen, habe aber gerade eine Tablette genommen. Ich bin ein bisschen ruhiger jetzt geworden, kann mich jetzt schon ein bisschen freuen, dass ich noch dabei bin. Und ja, einfach mal schauen, was die Woche so bringt für Überraschungen.
Take it easy, alles aus, mach dir nichts raus und schlaf dich erstmal richtig aus. Das packst du, oder? Ja. Holgers Laune ist schon wieder auf Normalniveau. Sein Vertrauter, Jeff Cascaro, der Vocal Coach. Take it easy, alles aus, wer morgens länger schläft, als abends länger aus. Was hast du ein Verhältnis zum Jeff? Ist auch gut, Mann, er ist voll cool drauf, ey. Voll cool drauf. Vocal Coach, ja. Das ist, willst du mal ein Plakat sehen von zwei Bernsteige-Typen? Statt Bud Spencer und Terence Hill stehe ich und der Dieter. Willst du das mal sehen? Nee, ich bring's runter. Sekunde. Ja. Niemand genießt den plötzlichen Ruhm so unbefangen wie Holger. Ich bin der Bud Spencer und der Dieter. Das hab ich schon gesehen. Geil, oder? Aber jetzt heute Morgen, nach gestern Abend, geht's dir ein bisschen besser, wo du jetzt eine Nacht drüber geschlafen hast, die ganzen Ereignisse? Ja, mir geht's besser. Ich meine, das war jetzt ein Song, wo ich vorher noch nie gelernt hatte. Ich hab den nur aus der Werbung vielleicht immer, wenn Rock Classics, wenn das so runterläuft, was auf der CD alles drauf ist. So, Black Bear with a little boy smile. Mehr habe ich von dem Song nicht gekannt. Und ich hoffe, dass es nächstes Mal wieder besser wird. Montag, das Koloneum in Köln-Ossendorf, eine Fernsehfabrik. Gleich nebenan ist der Big Brother-Container. Die nächste Show wird unter dem Motto Die größten Partyhits stehen. Annemarie hat sich 99 Luftballons ausgesucht, ein altes Antikriegslied. Ihr gegenüber sitzt Dirk Heidemann. Er ist für das Staging verantwortlich, den Bühnenauftritt. Das ist dieser langsame Teil. Da machst du nur was am Platz, so NDW-mäßig. Und wenn du dann das hast, 99 Luftballons, wo du das Orchester spielt, weißt du? Da würde ich rennen, da würde ich mal schon fröhlicher Schritt. Ganz genau, richtig. 99 Luftballons. Und ganz so. Okay. Ja, dass das ein bisschen wilder wird am Schluss, ja? Ja. So, let's try again. Annemarie ist keine Anfängerin in der Welt des professionellen Pop. Schon mit 15 war sie ein Jahr lang als Sängerin einer Coverband auf Tour. Ich mag die gern, ich kann mit ihr auch gut, aber ich weiß genau, wen ich vor mir habe. Das heißt was? Ja, das ist ein Mädchen, die weiß schon, was sie will. Und die hat auch einen Plan im Kopf. Was für ein Plan? Ein Plan, sich so erfolgreich wie möglich hier darzustellen und entsprechend ja vielleicht auch siegen zu wollen natürlich. Und da ist ihr, ich möchte nicht sagen, dass hier jedes Mittel recht ist, das kann man nicht sagen. Sie ist eben sehr ehrgeizig. Benny Kikeben, 19, aus Worms. Hallo. Übrigens Styling Mädels. Hallo! Dachchen! Er ist der Paradiesvogel. Extravagant, eitel, freundlich, spricht ein zutiefst pfälzerisches Platt. So. So, ausziehen, ausziehen. Dim, 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 dim. Fernsehen ist ein optisches Medium. Je schriller die Show, desto greller die Farben. Da zauscht mal her, was er von mir schäbt. Nein. Wir dachten diesmal in Sakko. Sakko? In Sakko, aber in einem hübschen Grün oder so. Zeig mal. Okay. So einmal ausprobieren, gucken, ob es überhaupt passt. Von der. Die Outfits spiegeln den Kandidaten wider. Und auch den Menschen. Zeig mal. Fertig. Ich weiß nicht. Gefällt dir das? Zieh erstmal alles andere aus. Mhm. Und dann gucken wir mal mit Hemd und sowas drunter. Ja, was hast denn du da gedacht? Mit was kann man das kombinieren? Mit einem schönen Hemd. Das nicht? Mm-mm. Ja, dann sowas. Oma Tapete. Ich bin jetzt nicht so einer, wo sie sagt, weg damit, sondern ich probier's auch und guck mir das erstmal an. Könntest du denn sagen, weg damit? Wenn mir was nicht gefallen hat, akzeptieren das die Styling-Mädels und sagen, wir probieren eine andere Variation. Also, dass es da jetzt streng hieß, Benny, nee, du musst das auch ziehen, das hatte man noch nicht. Also, wir verstehen uns eigentlich gut und wir haben damit kein Problem. Oder, Mädels? Ja. Und? Ja, ist schon eher du, ne? Ein Outfit sagt mehr als 1000 Worte. Bennys Vorliebe für schrille Mode hat eine Geschichte.
die vom schüchternen Jungen, der erst spät bekannte, dass er schwul ist. Früher war es ja echt so, wo ich noch ungeoutet war, war es ja echt so, dass ich mit meiner Welt ja nicht zufrieden war, so wie ich ausgesehen habe. Ich war ja noch ein bisschen dicker. Und dann kennt man das nicht. Ich bin durch die Straße gelaufen und die Leute haben mich eher verabscheucht. Und heute ist es echt so, dass ich durch die Straße laufe und die Leute sagen, ey, cooler Style und du siehst gut aus und du bist verrückt und es ist gut so. Und mir tut es gut und ich freue mich auch über jede gute Kritik. Dienstag. Jeff und Holger haben sich für We Are the Champions von Queen aus dem Jahre 1977 entschieden. Ein Song für Sieger, sagte der Komponist Freddie Mercury. After my sentence. Genau, das ist gut. But committed no crime and bad mistakes. Das ist sehr schön, bleib ruhig, bleib easy. I've made a few. Steiger bei dem Flur gleich. I had my shells and kicks in my face, but I come through. Dankeschön. Was super ist, dass du ist der Höhepunkt. Du hast es genau richtig gemacht. Ja. Refrain brauchen wir jetzt nicht. Refrain. Wir machen es nochmal von vorne. Ja. Kannst auch mehr aufbauen. Bleib noch ein bisschen easy. Du bist ein bisschen. Ja, ich weiß. Bisschen, Rhythmus bist du so ein bisschen. Also, durcheinander. Nein, da durcheinander nicht, aber du bist ein bisschen zu schnell. But I committed no crime. Bleib so. And bad mistakes. Gut so. I've made a few. Kannst du jetzt ein bisschen steigern? I had my shells and kicked in my face, but I come through. Ich möchte dieses Kratzende nicht so gerne haben, das weißt du, ne? Ja, ja. Lieber, dass du richtig singst, weil das Du... Ach, schön, schön. Na, schönes U, das kommt viel schöner durch auch. Ja. Klingt nicht so. An der Stelle nur U. Genau. Soll ja nach was klingen auch, ne? Soll ja nicht kaputt klingen. Ah, Gottes Willen. Mittwoch, die Villa, wenige Tage vor der Show. Frühstück. I'm slightly bad. Das hat hundertprozentig vor mir noch niemand zum. Auf Sarah, wir singen jetzt mal ein Lied, oder? Ja, pass auf. Everybody, somebody, sunshine. Jetzt soll mir mal einer sagen, dass dieser Kerl anstrengend ist. Der ist doch nicht anstrengend. Mit dem macht doch alles Spaß. Wir könnten auch mal was im Deutsch singen, oder? Ja, ne? So heute nicht. Ach Gott. Never let me go. Dominik, Mark, Daniel, alle mehr oder weniger Typ Mädchenschwarm. Sie machen Pause vom Image. Drei Jungs, die jetzt niemand vom Videospielen abhalten könnte. Ist halt mal wieder zurück ins Leben sozusagen irgendwie. Also es macht halt Spaß. Es hat was Normales. Ja. Vor der Tür im Einsatz Benny, ein Bart in der Menge. Für die Show bringt es eher nichts. Mehr als eine Erkältung kann man hier draußen nicht gewinnen. Trotzdem. Ich finde es sehr, sehr schade, dass manche einfach nur drin bleiben im Haus und keinen Kontakt mit Fans aufnehmen. Und deswegen, ich finde es wichtig, dass man mit so Leuten Kontakt nehmen, weil schließlich das sind die Leute, wo ich wählen. Und man soll das schon schätzen und man soll so Leute echt schätzen. Weil ich bin auch so jemand, wo echt immer für jemanden angerufen wurde und so. Und da wollte ich auch immer mal ein persönliches Star kennenlernen. Und deswegen finde ich das echt wichtig, dass man mit so Leuten Kontakt aufnimmt, weil... Ist doch goldig, oder? Donnerstag. Mehr als einmal pro Woche ist ein Stadtbummel durch die Kölner Fußgängerzone nicht drin. Dominik, Annemarie und Daniel bleiben nicht lange unerkannt. Meist geht es nur um ein Foto, selten um Musik. Aber jemand soll das, können Sie vielleicht mein Handy halten, hallo? Was machen wir? Einfach selber umdrehen, dann geht's halt auch. Ja, okay. Okay, danke. Bitte schön. Werbung wirkt.
Speziell bei Annemarie. Quer durch alle Zuschauerschichten hat sich ihr Image verfestigt. Die Zicke geht vorne, sag ich, von der DS oder wie? Ich hab gesagt, viel Erfolg. Warum ist sie eine Zicke? Ja, steht doch heute wieder groß in der Zeitung, dass sie nur zickt. Aber so faul mit dem Ding. Aber hat den Ruf weg. Ist doch schade. Weiter. Ja, ist doch schade, sie hat den Ruf weg. Ja, ist auch unverantwortlich. Ja, na klar, ist es schade, aber wie gesagt, da muss man einfach sich ein ganz, ganz dickes Fell zulegen. Annemarie ist noch in der Show, weil sich viele Fans solidarisieren. Auch das ein vorhersehbarer Effekt. Ja. Wie findest du Annemarie? Super. Ja, danke schön. Warum denn? Also ich finde es eigentlich gut, was sie macht. Und die sollen sich irgendwie auch nichts einreden lassen, dass es scheiße ist oder so. Mach einfach weiter so und scheiß auf die anderen. Freitag. Probe auf der Showbühne. Die Kandidaten müssen sich zwei Gesangslehrer teilen. Neben Jeff arbeitet Fola Dada seit der dritten Staffel bei DSDS und bringt die Kandidaten an ihre Grenzen. Das geht oft sehr schnell. Verwenden die Stimme so, wie sie es uns erlaubt. Wir haben nicht Samstag, wir haben nicht in zwei Stunden eine Show, wir haben Freitag und wir haben ein paar Proben heute vor uns. Das heißt, wenn du das jetzt bei der ersten Probe dir rausbrüllst, dann war's es. Holger gehört die Bühne als Nächstem. Derart unkonventionelle Sänger werden woanders gleich von der Bühne geschickt. Aber Holger ist ebenso. Bei ihm darf alles anders sein. Er ist ja so ein riesen Freddie Mercury-Fan. Und dann ist der Improvisierte einfach und macht was draus und lebt das Lied, lebt das alles. Geben Sie ihm noch Ratschläge? Ich gebe ihm noch Ratschläge. Ich gucke mir das gleich an und dann werden wir mal gucken, was wir draus machen. Mach, was du kannst. Aber das wird schon. Ich will nicht, pass aufs Mikrofon auf. Nicht das Mikrofon fallen lassen. Und auch nicht wegkommen. Ja, ja, genau. Ja. Nicht fallen lassen. Gut? Ja. Also, einmal durch. Es ist natürlich schon schön, ne? Diese Bühne, ne? Und da, dass ich selber auch dazu beitragen kann, musikalisch, am Piano zum Beispiel, zu den Songs, ne? Ja, und das Publikum natürlich, klar. Und schon ein Riesending. Ne? Im selben Gebäude, dritter Stock. Styling. Und, wie schaut's? Oh. Boah. Oh, wie geil die sind. Sehr cooles Outfit. Wo ich mit der Jeanshose immer noch skeptisch bin. Sollen wir noch ein paar andere ausprobieren? Ich hätte gerne gelbe. Im Fundus ist fast alles. Also gelb. Ja, sieht schon spannender aus, ne? Ja, finde ich einfach. Die Jeanshose hat das Outfit so ein bisschen alltagstauglich gemacht, sag ich mal. Alltagstauglich? Ja, na fast. Die Jeans. Ja, ja, die Jeans halt. Die Jeans hat dem Outfit so ein bisschen die Spannung genommen. Viele sagen halt, dass es irgendwie, sag ich mal, zu freizügig wäre oder schlampiger Style ist oder so. Aber ich finde es nicht schlampig. Ich meine, ich finde es cooler, ein kurzes Unterteil anzuhaben, als mit einem riesen Ausschnitt rumzurennen und die Titten hochgeklackt. Sowas mag ich gar nicht. Also sowas finde ich schlimmer. Und ich meine, ich trage das einfach gerne. Ich fühle mich damit auch wohl auf der Bühne. Und ich finde, das ist die Hauptsache. Meinst du, durch dein Outfit bekommst du auch zusätzliche Anrufe? Na, es gibt schon ein paar Jungs, die das dann schick finden und dann natürlich noch mehr sehen wollen und dann anrufen. Aber so, glaube ich, kommt es auch sehr viel auf den Song an und wie du singst an dem Abend. Halt schon mal bitte. Kurz vor der Show. Für jeden könnte es die letzte sein. Daniel, der schmeißt da seine Stimme rein und andere versuchen daneben, sage ich mal, Scheiße in eine goldene Waagschale zu schmeißen. Gleich bei Süddeutsche Zeitung TV. Der eine mag die andere nicht. Der nächste findet die erste intrigant. Und der vierte weiß angeblich gar nicht, warum immer vom großen Kandidatenstreit die Rede ist.
Die angehenden Superstars sind eben junge Leute und sind, wie man eben wird, wenn Kameras jeden Schritt und Tritt beleuchten und jedes Wort aufzeichnen. Außerdem, Macher und Kandidaten gehen einem schönen Streit auch nicht unbedingt aus dem Weg. Und am Ende freut sich die Boulevardpresse. Superzicke, Megazoff, Nervenkrieg und was es noch alles zu lesen gab. Man darf also gespannt sein, wenn alle zusammen in eine Küche gesperrt werden. Die Kandidatenvilla, Freitagabend. Vanessa Neigert, 16, ist Kind einer Schaustellerfamilie. Die Jüngste, die Selbstständigste. Zumindest in der Küche. Ey, du bist so hart, Vanessa. Ich glaube, du hast in deinem Gast geht schon. In deinem Leben hast du gekocht. Ich mach's nicht nur noch kleiner. Holger, 27, Verwaltungsangestellter. Er macht offenbar erste Erfahrungen mit dem Küchenmesser. Holger, deine Finger. Was? Ich pass schon. Ja, ja. Ich hab alles. Salat? Salat. Wir wollen ja nicht alle Zwiebeln, aber ich mache ein paar. Hey Vanessa, ja. Ist die noch gut? Nein, Holger, nicht so viel Zwiebel schneiden. Was? Was soll ich denn dann machen? Ja, nichts mehr. Das nichts mehr? Will ich entlassen? Ja. Okay. Vanessa hat es bisher geschafft, sich aus allem herauszuhalten. Also bei mir gibt es keine Spannungen. Immer wieder tut man sich mal zanken, so oder so, aber immer wieder an sich, nö. Wenn ich einen Menschen nicht mag, dann gehe ich den aus dem Weg. Wenn ich den Menschen wieder. Ich bin nicht so ein Mensch, ich habe für immer einen Hass auf eine Person. Manchmal regt mich eine Person auf, dann gehe ich dir auf den Weg. Aber am anderen Tag ist sie mir wieder sympathisch, dann gehe ich wieder hin. Ich bin nicht so ein Suchstreit. Ich will immer Versöhnung haben. So bin ich. Aber was hilft es im Leben, mein Gott? Jeder Mensch hat mal andere Meinungen, ne? Am Ende kochen nur Vanessa und Annemarie. Ganz so, als würden sie schon Jahre zusammen wohnen. Und alles ist weit weg. Also, ich habe auch gar keine Zeit mehr, mit meinen Freundinnen zu telefonieren. Wir schreiben uns mal kurz eine SMS oder so. Aber wirklich reden, da ist einfach die Zeit nicht da. Ansonsten würde ich denen schon ein bisschen was erzählen. So von wegen, ja, mit denen verstehe ich mich super und wir reden über alles. Also, das würde ich denen schon erzählen. Benny ist am wenigsten zimperlich, wenn es um Zutaten geht. Mach dir da keinen Quark drin. Doch. Nein! Du machst doch keinen Quark im Gemüse. Egal. Oh. Morgen sterben alle. Fleisch und Reis oder was? Ja, wo ist nur die Soße? Hier ist die Soße. Vanessa! Da kennt man dazu essen. Ja! Du musst ja irgendeine Rahmsoße machen. Du kannst kein rohes Fleisch fressen. Am Ende stellt sich heraus, es ist genießbar. Einträchtig sitzen 8 junge Menschen am Tisch und keiner streitet. Seit Januar dreht sich für die Kandidaten alles um DSDS. Sind die Sachen oft auch übertrieben, die ihr über euch lest und über DSDS? Ja, alle übertrieben. Die machen immer mehr dazu. Am besten man guckt gar nicht mal. Am besten gar nicht lesen. Ich lese das nicht alles durch. Ich mache mich nicht narrisch. Manche Menschen werden so schlecht dargestellt und sind es gar nicht. Manche Menschen werden so gut dargestellt und sind es auch nicht. Also es kommt immer drauf an. Nee. Jeder hat so sein Image jetzt. Und davon kommt jetzt auch nicht mehr weg. Da muss jeder klarkommen mit seinem Image. Also nein, also... Also guck mal, der Benny zum Beispiel ist unser Paradiesvogel. Und der ist halt einfach so. Und das ist er halt. Ja. Der Dominik ist halt unser Mädchenschwarm. Das ist er halt auch. Hm. Und das wird halt durch RTL halt, wird das halt so vertieft und so. Und bauen halt um einen herum, mithilfe von uns halt, so sein Image auf. Ja, aber trifft das Image dann jeweils immer zu 100%? Also ich kann nur für mich reden. Also bei mir finde ich es okay, wie sie es darstellen. Was ist dein Image? Also mein Image habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Mal ist er der Lächelnde, mal ist er auch so ein kleiner Mädchenschwamm. Und mal, ja, also bei Marc ist das eigentlich voll verschieden, ne? Ich hab so... Der Schläger. Ja, aber das stimmt ja jetzt nicht. Jetzt war... Das stimmt doch. Samstag. 8 Kandidaten steigen aus. Spätestens jetzt beginnt das Spiel und damit der Ernst. Für einen wird es der letzte Auftritt. Wer jetzt ausscheidet, für den dürfte auch später nicht mehr viel übrig bleiben. Nummer 8 bei DSDS ist auf dem Popmarkt praktisch nichts mehr wert. Hallo.
no pleasure crew. Holger will seinen Auftritt nochmal üben. Und jetzt zu den Fans. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for die Drehung kannst du machen, wenn du sie aber machst. Aber wenn dann aber beim Publikum? Nein, würde ich nicht machen. Am Schluss? Sie wenn dann, erstmal habe ich Angst, wenn du an der Bühne stehst, nah dran, dass du dann von der Bühne fällst. Und dann, also praktisch bei den Fans ein bisschen performen und dann... Genau, aber erst beim zweiten Refrain. Ja, ja, ja. Ja, also später. Am Anfang auch, Klavier, und am Schluss Mitte, auch, Fans... Ja. Mitte, Feierabend. Wie wichtig ist dir die Performance, wie dich auf der Bühne bewegt? Ja, das soll schon ein bisschen aussehen wie in einem Musikvideo, dass alles stimmt. Also Rhythmus und Bewegung, ne? Also der Ablauf, ne? Dass das halt nach was ausschaut. In der Maske. Es gibt immer etwas zu verbessern. Daniels Frisur zum Beispiel. Ja, habe ich. Mein Pony ist eigentlich so ungewöhnlich, mein langes Pony ist weg. Ja, du wolltest auch lange weg, Schatz. Was hörst du? Du hast ganz gesagt. Weil dein Gesicht muss man sehen. Ja, aber Pony ist nicht so gut. Benny ist Fachmann, fast. Seine Friseurlehre hat er abgebrochen für DSDS. Ich bin so ein bisschen ungewohnt, ich muss mich dran gewöhnen. Ja. Mhm. Zeig mal, guck mich mal an. Wenn dann Schminke drauf ist, gehst du. Ja. Daniel ist komplett verunsichert. Als wäre ein Vorhang weg. Und dahinter Lampenfieber. Ja, hier fällt es mir auch. Haben die geschnitten? Oder mir fällt es nicht auf. Ne? Ja. Sieht aber gut aus. Auch mal blind sein, Sarah. Und er will noch nicht. Aber es kommt dann immer kurz vor der Show ganz schnell, dass ich dann so. Weil ich habe halt irgendwie. Also ich glaube, wir haben alle heute Morgen schon ein ganz komisches Gefühl gehabt, dass halt irgendwie. Eine Überraschung geben könnte, dass irgendwas passieren könnte, was total unerwartet ist, was einer gehen muss, wo man gar nicht dran denkt. Das haben wir irgendwie alle komischerweise im Gefühl und deswegen habe ich ja auch ein bisschen Angst. Bei den Mädchen. Naturgemäß ist mehr Schminke und Styling im Spiel. Jeder Pinselstrich von fachkundiger Hand. Alle sind nett. Hier spüren die Kandidaten am ehesten, wie es sein könnte, das Leben als Star. Man hat früher immer so ein bisschen reingeguckt bei DSDS und sich so gedacht, ach, die immer mit ihrem Stress und so, was machen die denn den ganzen Tag? Sitzen in der Villa rum und freuen sich. Und jetzt, wenn man selber dabei steckt, dann weiß man, was die mit Stress meinten. Die meinten nicht irgendwelches Hin- und Herhetzen an Termin zu Termin, sondern die redeten wirklich von diesem psychischen Druck, der hier so, sage ich jetzt mal, alles beherrscht, was wir machen. Und klar, man merkt das jetzt am eigenen Leib und dann versteht man auch eigentlich, wie hart das ist. Aber wenn man wirklich ein Superstar sein möchte, dann muss man sich mit dem Druck ganz schnell abfinden, weil es nicht einfacher wird. Gib mir eine Hand! Samstagnachmittag. Fans, Freunde, Familie. Jeder Kandidatenblock hat seine Farbe. Wenn Dieter Bohlen kommt, wird es ernst. Er hat im Popgeschäft wahrscheinlich mehr erreicht, als die Kandidaten zusammen erreichen werden. Dementsprechend nüchtern beurteilt er deren Lage. Die können eben machen und tun, was sie wollen und schmeißen alles das, was sie haben, in ihre Waagschale. Und es gibt eben Leute, die haben eine riesen Stimme. Sag mal wie Daniel, der schmeißt da seine Stimme rein. Und andere versuchen dann eben, sag ich mal, Scheiße in eine goldene Waagschale zu schmeißen. Und aber irgendwie, das Entertainment-Geschäft ist so. Das blonde Gift, Annemarie Eilfeld.
Selbst schuld oder nicht, das muss jemand erst verkraften können. Annemarie bringt ihren Auftritt hinter sich.